sind wir wieder bei The Last Story. Hier draußen im Dunkel der Nacht. Und wir sind hier in einer, ja, in einem Special-Auftrag. In einer topsicheren Geheimagenten-Einbruchsmission. So, komischerweise hatte ich hier keine Wachen, aber sonst überall. Und das müsste das letzte was sein. Was? Um diese Zeit ist es Mitternacht. Aber gut, du bist der Chef. Okay, das ist echt niemand, lol. Zale, you look over there. Oh. Keep your eyes peeled for anything. Hm? Nobles are into some really weird stuff. Was hat er da Bild von sich auf irgend oder wie? Hm? Dagrin, look. Ja, wie jetzt liegt's? This sword has blood. Jetzt liegt's wirklich einfach am Tisch oder was? And look at this letter. Business dealings with the Garak. I knew it. Ja, ist klar. Zale, what are you doing here? What's this? What's the problem? Count, I'll accept full responsibility. But first, please take a look at this. That sword emblem. It's Lord Jarral's. And this letter is addressed to Jarral. Die Genugtuung ist so weit oben, wie man sie sich nur vorstellen kann. I guess it's fortunate that all this mess was cleaned up before the war with the Garak. Excellent work, Zale, my boy. I knew I could count on you. Nee. Jarral ist der größte Spast. Er ist ein Hasscharakter. Ich würde ihm gerne... Zale was cleared of suspicion, and Jarral was thrown into the dungeon. All throughout Lazulis, there were whisperings. That Callista's engagement was as good as over. Nee, also ich könnte ihm den Hals umdrehen, mit einem Schwert den Hals abtrennen, ja? Aber das war zu lächerlich, daran glaube ich nicht. Und wisst ihr, was sich mir auftut? Ich glaube, Dagrin steckt dahinter. Ich sage jetzt ganz schon meine Gedanken. Ich glaube nicht, dass er das Böse meint, das glaube ich nicht. Aber er hatte ja schon mal so eine Art gemeinsame Sache mit dem Graf gemacht, um uns rauszuholen. Und ich kann mir vorstellen, weil der Graf kam genau in dem Moment rein, wo er es gefunden hat, dass der Graf es vorher bei ihm versteckt hat und sie es dann so abgestimmt haben, dass sie Jarral loswerden können. Ist eine Vermutung. Das würde allerdings bedeuten, dass Jarral wirklich der Mörder von Ashtar ist und der Graf unschuldig. Aber in jedem Fall glaube ich nicht daran. Das war zu offensichtlich. Ich glaube zwar auch, dass er was mit dem Wort zu tun hat, aber diesen Bündnis mit dem Garak, dass er einfach auf seinen Tisch liegen lässt. Nee, das war zu offensichtlich. Und auch Dagrin hat nicht gut gespielt. Also man merkt, dass er kein guter Lügner ist. Das bisher, was er bisher gemacht hat, war wirklich natürlich. Aber diesmal hat er einfach zu genau gewusst, wo er hin muss, wo was ist. Nee, nee, ich glaube nicht dran. Und ich glaube, das macht Dagrin nur, um uns zu schützen. Aber ja. So, you are a free man. Ja, wie gesagt, ich glaube, er meint es nicht böse. Ich glaube, er will uns wirklich nur schützen. Aber so, je länger er in diesem Schloss ist, habe ich das Gefühl, desto mehr verfällt er halt auch in die Methoden, die diese Adligen anwenden. So, wird er eine kleine Geschichte erzählen. Ich hoffe, dass er am Ende sich wieder besinnt, aber da bin ich mir relativ sicher. Did you believe in me? Weil ist ja trotzdem netter Mensch, der meint's nicht böse. General Astar, glaube ich halt. Never had placed his hopes on an underhanded coward. However, I also find it difficult to believe that Jarral is the true culprit. Tja, also dass er selbst war, das glaube ich nicht, aber er hat bestimmt einen Auftrag gegeben, so wie dieser Sprung plötzlich dahinter stand, mit dieser Genugtuung im Gesicht. Also das mit Sicherheit. I cannot imagine the likes of Jarral taking the General's life so easily. Ja, eben! Eben. Jarral was framed by somebody as well. Naja, das... Oh, das ist kompliziert, du willst zu dich schauen. Aber es kann auch nicht sein, dass er unschuldig ist, weil der Spaß stand genau da. Und sonst bei dem Gurak-Angriff hat er sich in die Windel gemacht und ist abgehauen. Das kann nicht sein. In the world of nobility, deceit and betrayal are commonplace. Ja. To uncover the truth is seldom a simple task.
But this time, I will do so. Das habe ich schon mal gehört, nämlich von dem anderen Weißhaarigen, beziehungsweise einem Weißhaarigen. Entschuldigt. Man muss sagen, er wird mir immer sympathischer, richtig netter Kerl mittlerweile. Und uns beide verbindet der Jordan wohl Ashtar, weil beide sind die Schüler von ihm. Und Ashtar hat ihn ja auch gebeten vor seinem Tod, dass er eines Tages mit ihm zusammenarbeiten wird. Und ich glaube, ja, das könnte was werden. That, I swear to you. Beide haben das gleiche Ziel. It is not wise to make any rash moves. We are dealing with a man who was able to slaughter the general in a single blow. Das wundert mich aber auch. Ich glaube weder, dass der Graf das könnte, noch Giral, noch sonst wer, der mir gerade einfallen würde. Weil Ashtar war nämlich bisher den stärksten, den man getroffen hat. We would do better to keep our actions covert. I will use what connections I have to gather all the information I can. Is there anything I can do? Trust nobody but your closest allies, and tell those allies to do the same. It will benefit nobody but our enemy to have them standing around carelessly in the Great Hall. Ich weiß nicht, ob ich Sylvanna dazu sehen soll. Sie ist schon echt eine gute Freundin, aber sie neigt halt auch zu handeln. Ja, was zu trinken führen könnte, egal. Wo muss ich jetzt hin? Wisst ihr was? Ich gehe erstmal ins Verlies. Ich möchte sehen, wie diese Ratte da schwort. Also, auch wenn ich glaube, dass er unschuldig ist. Den Falschen hat es zu 0% getroffen. Genau da hört dieser Spaten hin. Wo ist er? Ich möchte ihn sehen. Rumor has it, that creature over there isn't even of this world. If I was ordered to catch her, that thing, I think I'd pack my stuff up and leave. Okay. Serves me right, don't it? Go on, laugh at me, Zale. Na so, Ran. If I get out, I think I'll start a business. Course, I'm probably here forever. Ja, dumm gelaufen, würde ich sagen, Honk. It wasn't me, why doesn't he? Friert mir Vincent! Nice! Get down, Idiot! Das tat gut. Bazille, diese. Okay. Ich gehe mal in die große Halle zurück, weil mir jetzt was anderes auch nicht einfällt. Ja, und dann warten wir einfach mal, was das Spiel uns als nächstes entgegenwirft. Okay, eine Filmsequenz. So, we averted that crisis. I'm not so sure. What's up? You seem troubled. I was talking to Therius just now. He suspects that Giral was framed by somebody. You wouldn't know anything about that, would you? Okay. Ja, es ist sicher. Aber er macht doch kein großes Geheimnis draus. Er ist immerhin ehrlich. It's not easy for common people like us to survive in this world. So we do what we have to. Dagoran. Zale, you don't have to worry about anything. You can leave that side of things to me. No. Yeah. Why don't you go and see the others? They're down in the tavern. Er ist kein schlechter Mensch. Das hat man gerade in der Situation gemerkt. Wo er, ja. Wo er sofort ehrlich mit Zale war. Er hat ihn wirklich gern, aber er wird halt immer mehr in diese adlige Welt mit reingezogen und wünscht sich auch immer mehr loszukommen von diesem fasten Leben als Söldner. Da steigert er sich halt rein. Aber ein schlechter Mensch ist er nicht. Und er wollte Zale schützen. Oh, es ist dunkel. Aber aus dem Zelt gemobst? Danke, ich hatte mir meinen Freund gewaltet, jetzt muss er mich heiraten. Okay. Danke. Gut, dann geht's jetzt auf zur Taverne, würde ich sagen. Ariellas Taverne. Dumm. Öffne dich. Yo. Du darfst ruhig laden, habe ich nichts gegen. Okay. Dagrin and Mirania went to the castle. Mirania had a serious face on. I think she's planning to investigate something. Ach so, jetzt muss ich zurück ins Schloss oder wie? Tell them there's a nice hot meal waiting here for them. Ah, das wird sie freuen. Say when. You two came as well. It's so much nicer here.
No one to tell me I'm holding the glass wrong or putting my elbows in the wrong place. A drink tastes all the sweeter when I can drink it in peace. Indeed it does, Seren. And if I happen to have a little love affair, I want it how I like it. Yeah. None of these frilly love letters and dainty dances. Yeah. Wait. I don't think we're talking about the same thing. Oh yeah. Okay. Enough drinking. I want to go to the arena. The arena? Have fun. I bet it'll do you some good. Off your arse, lazy bones. You're coming too. And you, Zael. Let's do a bit of fighting. Das war aber eigentlich nett. War aber eigentlich nett. Vielleicht sind sie bitte ein bisschen stärker. Müssten wir mal untersuchen. Sie sehen, natürlich sind sie stärker. Aber ich wurde halt irgendwann zu schwach. Aber jetzt bin ich auch stärker. Also müsste es jetzt passen. Wow. Dann werden wir mal. Okay, gut. Es geht hier sogar um Gold. Finde ich gut. Oh. Okay. Was haben wir denn hier? Null mal gewonnen. Teilnehmen. Machen wir das doch. Da-da-dam. Jo. Jetzt geht ready. Ich bin gespannt, was sich jetzt verändert hat. Endlich mal wieder was Neues. Also höre ich immer das Gleiche. Es war ein wenig nervig. Weil da wird sie enthüllt nach oben gegeben, auch wenn ich, ja, ich weiß, wie die Monster da immer inklusive kommen, aber gut. Wenn die in einem Käfig gesperrt und dann rausgelassen, oder wie schaut's aus? Dann holen die immer wieder neue? Okay. Cool, dass der Kommentator sein Ding jetzt geändert hat. Alongside the Castle Knights. They've moved beyond the level of simple mercenaries at this stage. Ah, mercenaries one day, defenders of Lazarus the next. That's quite an impressive leap. Count Arganon must have a lot of faith in their battle prowess. Ja. Gut, dann gucken wir doch mal, was uns wirklich hier erwartet. Es muss einfach eine Lowell scheint dabei zu sein. Ich kann doch gar nicht auswählen, vielleicht ist das immer das erste Mal so in einer Saison, weil du erstmal waren sie auch das letzte dabei. Oh Gott, Schützen. Da, Schützen, da. A firing range. Ohne Witz. This doesn't look good. We need to get across somehow. With an impassable pit standing in their way, Team Zael can't get the enemy. That stone pillar. Lol, can you topple it? No problem. So, ich gebe mal Rückendeckung. Au. Ja, wie sieht's aus, Lowell? Will ja nichts sagen, aber. Boom. So, jetzt aber. Hä? Hat nicht gereicht? Au. Oh Gott, wenn ich das öfters mache, dieser Arena-Kampf, wird das aber, glaube ich, relativ nervig so. Yay, und jetzt wird gemetzelt. Jetzt wird gemetzelt. Weg da. Boom. Was habe ich gerade im Dom selber geredet? Cool. Vielleicht, allein deswegen meine ich, der vielleicht dann doch öfters. Die kann ich echt gut gebrauchen. Das war richtig gut. Komm. Komm. Oh Gott, ey, ich hasse diese Viecher, die sich immer verteidigen. Da merkt man richtig, wie der Controller richtig schwerfällig gegen die kämpft. Das stimmt jetzt, wenn man dir zwei Waffen kommt. Ah, es leckt! Wo ist denn noch wer? Oh Gott, ey, das dauert jetzt schon ewig. Da mache ich mir echt Sorgen, ey, wenn ich das echt anders machen will. Aber ich brauch's für die Gnomensilber allein. Was? Warum stirbt er bitte schon nicht? Ah ja.
Okay, jetzt. Was? Wir kriegen sogar einen Leppler. Das ist in der Arena mal extrem gewesen. Ich hole Gnomensilber. Noch ein Gnomensilber. Wow. Okay, vielleicht mache ich das doch öfters. Jo. Weil ich meine, brauche ich schon. Da könnte ich die Dranrüstung mal aufstufen und solche Sachen machen. Hier, oh, da ist noch was. In ein Gnomensilber. What? Jetzt ein Gnomensilber ohne Ende. Ich hoffe, das ist dann auch danach so. Dann mache ich das hier auf jeden Fall nochmal offscreen. So, jetzt bin ich gespannt, was hier mich erwartet. Franklin. Ich konnte da nicht was sagen. Nein! That thing looks nasty. It's one of those Gurak monsters. How did it end up here? Kein Muruk! Ey, Muruk! Warum? Ein Muruk, nein, warum? Oh Gott, das wird wieder ewig dauern, nein! Dabei habe ich gar jemanden dabei, der mich hier vor dem Zeug schützen kann. Dauert ewig! Danke, Seren! Super! Und das wollte ich im ersten Kampf gegen die machen, aber konnte nicht zukommen. Yes! Und ich habe echt niemanden, der eine Barriere machen kann, oder? Wollen wir hier beschleunigen? Könnte verstärken? Geht doch gar nichts Richtiges. Nee. Ich habe keine Barriere. Scheiße! Mano! Da kann ich doch was suchen hier. Moment. Was ist das da? Glatteis müssen doch zum Ausrutschen bringen, oder? Simon, wo bist du? Da hinten. Warum rutscht da nicht aus, Mann? Das könnte schon helfen. Du musst dann ausrutschen. Hallo? Wie wär's, wenn du ausrutscht? Na super. In diesem Arena-Kampf habe ich keine Chance. Hier öfters zu kämpfen, nee. Keine Chance. Zumindest nicht mit den beiden. Da brauche ich Mirania. Kalista für ihre Barriere. Ansonsten geht es in den Bach runter. Der Fall ist jetzt eh schon wieder viel zu lang, aber ja, es geht so weiter, wie es aufgehört hat. Ich kann hier diese Muruks einfach nicht kämpfen. Die sind so scheiße und hässlich. Die machen immer nur Schaden, immer. Und das dauert ewig, bis diese Fettsäcke mal auf die scheiß Idee kommen, ihre Stacheln zu machen. Super, ich sterb gleich. Das ist ein spannender, was ein nerviger Kampf von dir. Super. Ja? Komm, flieg hin, du! Mir egal, was ihr sagt. Es geht im nächsten Part weiter. Ihr wisst schon, Daumen hoch, Daumen runter, Kommentar, Favo, kein Bock mehr. Scheiß Muruk, ey, ich hasse diese scheiß Muruks einfach. Wie soll's sterben gehen, Mann?